Spiel am Barbara-Tag. Wie gesagt, die 4B-Klasse hat dieses Stück einstudiert unter der Leitung von Ursula Doppelhofer. Dankeschön. Und auch das Fenster wurde von der 4B-Klasse gestaltet. Und zwar das Fenster ist auf der Rathausgasse-Seite. Da müssen wir dann, wenn wir es öffnen, würde ich Sie dann bitten, dass Sie in Richtung Glühweinstand Resch-Uli hinübergehen und dann mitverfolgen die Öffnung des vierten Fensters. Es ist 5 Uhr in der Früh und noch ganz dunkel. Die Kinder schlafen tief und fest in ihren Betten. Leise öffnet die Mutter die Zimmertüre und ruft: Guten Morgen, aufwachen, wir holen uns heute Zweige vom Kirschbaum. Hanna, Sebastian, nun kommt schon, raus aus den Betten. Ja, ich bin schon wach. Warum müssen wir denn so früh aufstehen? Ich will noch weiter schlafen. Lass mich in Ruhe. Heute ist doch der 4. Dezember. Kommt der Nikolaus etwa schon zum Frühstück? Die Kinder entschließen sich nur zögernd, das warme Bett zu verlassen. Sie meckern und raunzen. Mama, jetzt erzähl uns doch endlich, was los ist. Heute ist 4. Dezember, Barbara-Tag. Da schneiden wir Zweige, stecken sie in Vasen und hoffen, dass sie am heiligen Abend blühen. Gibt es denn diesen Brauch bei uns? Damit wir an die Geburt Jesu erinnert werden und uns darauf vorbereiten. Mama, bitte erzähl uns die Legende der heiligen Barbara. Im 3. Jahrhundert lebte in Kleinasien ein junges Mädchen. Die Stadt heißt heute Izmit. Der Vater dieses Mädchens war ein reicher Geschäftsmann und ein Heide. Er war anderen gegenüber sehr argwöhnisch und sperrte seine Tochter immer in einen Turm ein, wenn er verreisen musste. Barbara war sehr einsam und unglücklich. Nachdem sie die christliche Religion kennenlernte, wollte sie ein Leben als Christin führen. Die Legende erzählt nun, der Vater kam eines Tages von einer Geschäftsreise zurück und entdeckte, dass der Turm jetzt 3 Fenster statt 2 Fenster aufwies. Da gestand ihm Barbara, dass sie zum christlichen Glauben übergetreten sei. 3 Fenster erinnern sie an die heilige Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater
war darüber sehr entsetzt und versuchte alles, um sie vom Glauben zu lösen. Aber Barbara ließ sich nicht beirren. Es war gerade die Zeit der Christenverfolgungen. Der zornige Vater zeigte seine eigene Tochter an, die dann zum Tode verurteilt wurde. So ein grausamer Mann. Aber in welchem Zusammenhang sind die heilige Barbara und die Zweige? Angeblich soll Barbara vor ihrem Tod einen verdorrten Zweig in eine Wasserschale getaucht haben, der dann zu blühen begann. Und wenn bei uns zu Hause die Zweige am Heiligen Abend blühen, dann heißt es, dass es eine Hochzeit gibt oder ein Kind geboren wird oder einfach ein glückliches und schönes Jahr bevorsteht. So, danke sagen wir der 4B-Klasse unter der Leitung von Frau Ursula Doppelhofer für das Stück Die heilige Barbara.